Und herzlich willkommen zum zweiten Teil Bruchgleichungen auflösen. Es geht hier um die Gleichung x plus 4 geteilt durch x minus 3 ist gleich 2x plus 5 geteilt durch 2x. Als erstes, genauso wie im ersten Video, werden wir jetzt mit den Nennern multiplizieren. Das liegt daran, dass wir hier nicht kürzen können. Hier oben im Vergleich zur ersten Version oder zum ersten Video haben wir hier oben ja jetzt nicht nur Zahlen stehen. Und wir könnten ja eventuell kürzen können, wenn jetzt hier x minus 3 geteilt durch x minus 3 gestanden hätte, dann hätte man sofort zu einer 1 kürzen können und dann hätten wir hier nur noch mit dem zweiten Nenner multiplizieren müssen. In diesem Fall ist es aber so, wir können links nicht kürzen und rechts nicht kürzen, also multiplizieren wir das Ganze mit den beiden Nennern. Mal 2x, ich schreibe das mal hier extra in Klammern, die 2x hätte ich gar nicht in Klammern schreiben müssen. Dann können wir uns überlegen, was passiert auf der linken Seite, wenn wir mit diesem Term hier multiplizieren. Dann wird sich dieser Nenner hier kürzen. Und dementsprechend bleibt dann, wenn sich das hier gekürzt hat, bleibt nur noch x plus 4 mal 2x übrig. Also x plus 4 mal 2x. Und auch hier wieder, die Klammern sind überflüssig. 2x plus 5 multiplizieren wir in diesem Fall hier nur noch mit dem Nenner der anderen Seite. Denn auch hier, wenn wir den Term hier, 2x plus 5 geteilt durch 2x, mit diesem Term hier multiplizieren, kürzt sich 2x weg und es bleibt übrig 2x plus 5 mal x minus 3. Also x minus 3. Zack, zack. Und an der Stelle können wir dann das Tempo auch ein bisschen erhöhen, denn wir haben jetzt hier wieder eine Gleichung, die keine Nenner mehr hat und die Sachen hat, die man ausrechnen kann. Ne? Klammer mal Term, Klammer mal Klammer, also ausmultiplizieren. 2x mal 4 und 2x mal x sind also 2x Quadrat ist 2x mal x plus 2 mal 4 ist 8 und das x bleibt hinten dran, ist gleich. Hier können wir wieder ausmultiplizieren. 2x mal x ist 2x Quadrat, 2x mal minus 3 ist minus 6x. 5 mal x ist plus 5x plus 5 mal minus 3 sind minus 15. Jetzt kann man wieder schauen, kann ich was rechnen oder nicht? Minus 6x plus 5x kann ich rechnen, sind minus x. Dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich hier quadratisch, linear, konstant, beziehungsweise Zahl. Ja, dann hole ich doch alle x auf eine Seite und alle Zahlen auf die andere Seite. Hier ist die einzige Zahl, hier drüben sind gar keine Zahlen, also werde ich alles das hier darüber holen wollen. Okay, hier steht plus 2x Quadrat, also mache ich minus 2x Quadrat. Hier steht minus x, also mache ich plus x. Zack, hole ich rüber. 2x minus 2x ist 0, 8x plus x ist 9x, ist gleich minus 15. Und dann teile ich das Ganze durch die Zahl vor dem x, denn ich will ja hinterher haben 1x. Und 9 durch 9 ist halt genau dieses 1x und das x bleibt stehen, dementsprechend auch hier drüben, weil das hier heißt, rechne auf beiden Seiten. Minus 15 durch 9 können wir nochmal kürzen, minus 15 durch 9 ist ja gleich minus 5 mal 3 geteilt durch 3 mal 3. Mensch, sieht das schön aus. Können wir hier die 3 kürzen und übrig bleibt minus 5 Drittel. Macht aber ansonsten auch der Taschenrechner, falls man den benutzen darf. Und an der Stelle müssen wir natürlich jetzt auch wieder sagen, gut, sind wir uns wirklich ganz sicher, Entschuldigung, dass ich gehustet habe, wohl ist ja keine Ansteckungsgefahr bei Webvideos. haben wir richtig gerechnet oder nicht? Also brauchen wir die Probe. Probe. Setzen wir ein. Minus 5 Drittel plus 4. Und an der Stelle ist es jetzt schon, wenn wir das ohne Taschenrechner überprüfen wollen, sinnvoll, diese 4 in Drittel umzuwandeln. Wenn 4 ist ja 4 Ganze oder 4 Eintel. Wenn wir das in Drittel umwandeln wollen, dann müssen wir ja hier offensichtlich den Nenner mit 3 multiplizieren. Also müssen wir den Zähler auch mit 3 multiplizieren. Bleiben also 12 Drittel. Also sagen wir minus 5 Drittel plus 12 Drittel. Geteilt durch minus 5 Drittel minus, okay, 3 sind dann, hier eine 3 gedacht, mal 3 sind 9, also minus 9 Drittel. Ist gleich 2 mal minus 5 Drittel plus 5 geteilt durch 2 mal minus 5 Drittel. Nebenrechnung weg, ausrechnen. Minus 5 plus 12 sind plus 7. Drittel bleibt stehen, weil wir können ja gleichnamig gemachte Brüche miteinander einfach den Nenner übernehmen. Ne? Wir können die Zähler zusammenrechnen, minus 5 plus 12 ist 7 und die Nenner dran stehen lassen. Minus 5 minus 9, wenn es minus 5 Grad kalt ist und es wird 9 Grad kälter, dann haben wir minus 14 Grad und das Grad ist in diesem Fall Drittel. Ist gleich, 2 mal minus 5 Drittel ist minus 10 Drittel und jetzt habe ich hier noch eine 5, 5 sind tatsächlich plus 15 Drittel.
auf die gleiche Art und Weise, wie das gerade eben in der Nebenrechnung geschehen ist. Und hier stehen nochmal minus 10 Drittel. Denn 2 ist ja 2 Eintel. 2 Eintel mal minus 5 Drittel ist Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner. Und jetzt können wir natürlich hier noch weiter ausrechnen. Minus 10 Drittel plus 15 Drittel. Minus 10 Grad und es wird 15 Grad wärmer, also haben wir 5 Grad oder in diesem Fall 5 Drittel. Jetzt heißt es ja immer, man teilt durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Und auch auf der anderen Seite gilt, dass man teilt durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Also habe ich jetzt hier eine Zeile gespart und kann jetzt kürzen. Die 3 mit der 3 und die 7 mit der 14. Also bleibt übrig 1 durch minus 2. Und hier die 3 mit der 3 und die 5 mit der 10. Also auch hier 1 durch minus 2. Und da links das gleiche steht wie rechts, können wir uns sicher sein, dass wir richtig gerechnet haben. Im Übrigen ist es auch so, dass wir jetzt hier den Schnittpunkt schon gleich ablesen können. Der Schnittpunkt zwischen der, wenn wir das als Funktion sehen wollen, und dieser Funktion wäre in dem Fall minus 5 Drittel. Das ist nämlich der x-Wert. Und hier haben wir diesen x-Wert hier eingesetzt, dann ist das hier der y-Wert, minus 1 halb. Aber das nur so am Rande. Hier ging es ja eigentlich eher um die Bruchgleichung und nicht darum, ob wir Schnittstellen zwischen Hyperbeln finden können. Aber auch das wäre uns in diesem Fall gelungen. Gut, jedenfalls halte ich hier nochmal das Schild ins Bild, freue mich auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch. Tschüss und auf Wiedersehen.